Das ist Peter. Peter ist in der internationalen Jugendarbeit tätig, aber fühlt sich technisch auf dem Stand seiner Großeltern. Wir zeigen ihm nun etwas, das seine Arbeit grundlegend verändern wird. Das ist Dina. Das ist Dina. Sie ist die erste Plattform zum Vernetzen, Organisieren und Austauschen in der internationalen Jugendarbeit. Also eigentlich ist sie eine Software. Mit Dina hebt Peter seine Projektarbeit auf ein neues Level. Denn wie sah seine Arbeitsweise bisher aus? Gemeinsame Arbeit an Dokumenten war eher katastrophal und nicht kollaborativ. Gruppenkonferenzen erforderten militärische Spezialausrüstung. Und um herauszufinden, wie andere ihre Projekte gestalten, musste er... das war vielleicht erfunden. Aber mit Dina hat Peter jetzt alle Tools, die er für den Jugendaustausch braucht. Eine Microsite, mit der er sein Projekt im Internet präsentiert, ein gemeinsames Forum, einen persönlichen Newsstream, Direktnachrichten mit Messenger-App, eine Zeitreisefunktion. Eine Zeitreisefunktion gibt's nicht. Dafür aber virtuelle Räume mit Dolmetscherkabinen und eine Ordnerablage, um in Echtzeit an Dokumenten zusammenzuarbeiten. Ziemlich cool, was Dina alles kann, oder? Welchen Kalender hat Peter eigentlich bisher verwendet, der nicht für Werbezwecke ausgelesen wurde? Oder wie hat er sichere und datenschutzkonforme Videokonferenzen gemacht? Ab sofort kann Peter jetzt Tag und Nacht mit seiner Gruppe in Verbindung bleiben. Mit Dina kann er nun bequem seine persönliche Projektgeschichte erzählen und sich inspirieren lassen, wie andere ihre internationale Jugendarbeit gestalten. Wann bist du dabei?